set up for Streets of Rage 2 with Anthropants, so everyone get ready, give them a hand, and get ready for that great music. So, heiß im Büro. Ah, okay, ja, kann ich verstehen. Bei mir ist es auch ziemlich stickig. Wer war das jetzt? Icarus, genau. Wobei, das trifft, glaube ich, auch so ziemlich jeden hierzu gerade. Oder auf die meisten zumindest. Ich hatte wieder da. Baby. Ich hatte vorhin da schon mal was gelesen. Hä? Ach, jetzt spielt er doch auf. Nee, hä? Da steht sogar Mania als Kategorie noch oben. Achso, na hat gut. Er eingestellt. Ja, habe ich. Nee, er war da eben schon mal drin. Ah, okay. Ach, ich glaube, da muss man sogar erstmal einen Code für eingeben, um das freizuschalten. Na gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Höchstwahrscheinlich Max, eventuell Excel, wie gesagt. Ich kann aber schon auf die Werte da unten eingehen. Power bedeutet halt einfach die Angriffskraft. Ah, gut, jetzt hat er das weggemacht. Moment. Also, sie haben unterschiedliche Werte. Ja, sie haben unterschiedliche Werte, aber ich kann ja mal kurz drauf eingehen, weil da gibt es ein paar interessante Sachen, weil. Wo habe ich denn jetzt die Übersicht nochmal gehabt? Oh, ach man, so viele Sachen hier offen, verdammt. Also Power ist auf alle Fälle die Angriffskraft. Stamina, das war der letzte Wert, ist halt die Widerstandsfähigkeit. Die hat lustigerweise überhaupt keine Auswirkungen. Ich weiß nicht, also ich gehe mal davon aus, dass es einfach falsch programmiert wurde. Aber die spielt halt überhaupt keine Rolle. Dann gibt es den Wert Jump. Da hat Max ziemlich geringe Werte drin. Beziehungsweise einen Stern von drei. Das bedeutet nicht, wie hoch man springen kann, sondern wie lange man in der Luft bleibt. Es macht halt spielerisch keinen großen Unterschied. Speed ist die Geschwindigkeit. Da ist Max halt eigentlich auch ganz weit unten, also mit einem Stern von dreien. Was jetzt ein bisschen skurril wirkt, dass man ihn dann im Speedrun nimmt, aber das liegt einfach daran, dass die schnellen Charaktere in den Kämpfen länger brauchen. Wahrscheinlich deutlich länger. Ja, teilweise wirklich deutlich länger. Skate zum Beispiel, na gut, Skate kann man sowieso vergessen, der hat Angriff und Verteidigung 1, wobei, wie gesagt, Verteidigung spielt halt keine Rolle. Warum aber haben dann die Entwickler ihn reingenommen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Dieses, Ja, ich vermute ja, die wollten so einen edgy Skateboarder da mit drin haben und deswegen haben sie ihn. Oder ja doch, nicht Skateboarder, Rollschuhfahrer, ja, oh Gott, jetzt hätte ich beinahe was Falsches gesagt. Edgy Rollstuhlfahrer wäre ein bisschen makaber, glaube ich. Nee, edgy Rollschuhfahrer, Mensch, verdammt. ja. Und dann gibt es noch, wie gesagt, Speed und Technik. Technik, da weiß man nicht so genau, was das macht. Es gibt die Vermutung, dass man, wenn man in der Ecke gefangen ist von Gegnern, dass man mit einem hohen Technikwert da besser rauskommt. Aber bestätigt ist das nicht, sondern es ist halt wirklich nur eine Vermutung. So, Spielprinzip, man sieht schon. Ja, Rollerblades, genau. Danke, Hugo. Spielprinzip ist halt ähnlich wie bei den bisherigen drei Spielen. Oben links sieht man die eigene Energie und die Energie der Gegner darunter, je nachdem, welchen man gerade angreift. Es gibt in dem Spiel Spezialattacken. Im ersten Teil haben die Spezialattacken noch so funktioniert, dass man quasi ein Item hatte, so eine Art Smartbomb, die man jederzeit einsetzen konnte, aber halt nur eine begrenzte Anzahl hatte. Und die hat dann alle Gegner auf dem Bildschirm allen Gegnern auf dem Bildschirm Schaden verursacht. So, jetzt habe ich es doch. In dem Teil ist es so, dass man mit Spezialattacken, wenn man einen Gegner trifft zumindest, dass man dabei auch selber ein bisschen Energie verliert. Da muss man halt ein bisschen haushalten. Und immer gucken, ob sich das jetzt lohnt, eine Spezialattacke einzusetzen. Und Max hat halt als Spezialattacke, beziehungsweise die man am häufigsten sehen wird, das ist so ein Schulterstoß. Er hat aber auch noch so einen Spinning Pile Driver. Also Max ist quasi, wenn man Final Fight kennt, der Mike Hacker. War doch Frage, haben die Entwickler nie was dazu zu den Werten gesagt? Nein. Ich meine, damals, da haben die Entwickler halt einfach das Spiel rausgebracht und gut war, dann haben sie sich ans nächste gesetzt. Gut, ist heutzutage teilweise auch noch so. Nee, aber damals ist halt die Programmierung an sich noch recht undurchsichtig gewesen, sagen wir es mal so. Weil halt auch wenige Leute sich da wirklich mit Programmierung auskennen. Vielleicht gibt es irgendwo mittlerweile Informationen dazu. Also es würde mich wundern, wenn es gar keiner weiß. Aber ich habe in meiner Recherche dazu nichts rausbekommen, weil die Guides, die ich durchgeguckt habe, da wurden halt nur Vermutungen angestellt, was das angeht. Mike Hager hieß der, Icarus. Also der aus Final Fight. Der Bürgermeister. Und trotzdem so ein Kraftpaket.
Nee, und das ist halt quasi die Variante, die Streets of Rage-Variante von Mike Hagger. So, und ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, ja, die Frauen in Double Dragon, wenn die sich geduckt haben, ja, konnte man die nicht verletzen. Ist hier in dem Spiel genauso. Wobei, ich muss mal Dann kann das ja gucken. nur beabsichtigt sein, mal ganz Ja, ehrlich. Also, eben, dann ist das deine ist These das. wahrscheinlich sehr wahrscheinlich richtig. Eben, das ist definitiv kein Zufall. Wobei sie wird wahrscheinlich hier nicht dazu kommen. Ja, muss man mal sehen. Ne, sie ist nicht dazu gekommen. Hätte er das jetzt ein bisschen, ja, ein bisschen fehlerhaft gemacht, die Combo, dann hätte es passieren können, dass sie sich da duken, dann muss man halt warten. Sie kommt nicht dazu, genau, Icarus. Sie kam nicht dazu. Übrigens auch eine Mechanik, die man hier, also falls ihr euch mal wundert, wenn Max hier geworfen wird, warum er dann sofort wieder auf den Füßen landet, das ist tatsächlich eine Technik, die man anwendet, indem man kurz vor der Landung, ich glaube, oben und Sprung war es, drückt. Auf alle Fälle Okay. eine Tastenkombination drückt. Und dann, wenn man es richtig, vom Timing her richtig macht, dann fällt man halt nicht auf den Boden, sondern steht sofort auf den Füßen und kann weitermachen. Ist natürlich im Speedrun enorm wichtig, weil man dadurch halt Zeit sparen kann. Beziehungsweise nicht so viel Zeit verliert, vielmehr. So, und schöner Kampf. Gerade in diesen Bosskämpfen muss man halt immer so ein bisschen gucken, wann man normale Schläge macht, wann man halt Spezialattacken einsetzt. Und ja, ist halt einfach alles Übungssache. Das Es sind immer gibt eine ganze in. Menge Bosse, immer so für eine Stage, ne? Ja, na, es sind halt. Also technisch gesehen ist halt wirklich nur der letzte immer ein wirklicher Boss. Es gibt halt immer so eine Art, naja, ich sag mal einfach Zwischenbosse. Eigentlich sind es halt einfach nur etwas härtere Gegner, die dann auch, man sieht es an der Energieleiste dann bei denen immer, die dann halt auch immer mehrere Energieleisten im Grunde haben. So diese Motorradfahrer. Hungersohn, Genau. Mahlzeit. Ja, diese Motorradfahrer, die können sehr nervig sein, aber die haben halt nur ganz wenig Energie. Also man muss im Endeffekt nur einmal treffen, dann sind sie auch weg. Aber die können halt einiges an Schaden machen, weil die so schnell durchs Bild kommen. Da hat er jetzt eben einen Apfel eingesammelt. Der Apfel stellt 25% Lebensenergie wieder her. Also von der Maximallebensenergie. Es gibt halt auch noch andere Items. Ja, Schinken, so ein Braten, der stellt 50% her. Dann gibt es halt Goldsäcke, die einfach nur ein paar Punkte geben. Für Punkte kriegt man auch Leben in dem Spiel. Ja, da dieser Goldbarren gibt halt noch ein paar mehr Punkte. Und habe ich jetzt noch irgendein Item vergessen? Ich glaube nicht. Ich hoffe zumindest mal nicht. Ansonsten könnt ihr Typischer gerne Kate halt, ne, ergänzen. früher. Genau. Ne, da hat man auch mal so ein Stück Fleisch oder einen Apfel, der da in der Tonne lag, hat man sich halt einfach mal reingezogen. Kann ja nicht verkehrt sein. So ungefähr. Diese Gegner in der gelben Kutte da, diese Punks, Ja. die sind auch, die können zumindest, wow, ich muss mal kurz Mainstream leiser machen, die können auch sehr, sehr nervig sein, weil die durch die Gegend rutschen und da sind sie halt immer schwer zu treffen. Genau wie dieser Gegner hier übrigens. Also der rutscht jetzt nicht, aber ist halt nervig, also Hakuyo, so. Weil der halt sehr viele Sprungangriffe hat und einen da schnell mal aus der Luft auch holen kann. Man muss halt so die einzelnen Gegner alle kennen, deren Bewegungsmuster, deren Angriffsmuster kennen. Und das ist im Grunde schon die halbe Miete in dem Speedrun. Captain Also Geller da. schreibt, ich könnte So. schwören, ich habe noch eine PS2 und Streets of Rage Teil hier rumliegen. Es gab später so ein 3D Streets of Rage. Ich weiß gar nicht, ob das PS2 war, ich glaube ja. Der war aber ziemlicher Mist. Und war auch der letzte Teil der Reihe. Ja, das sagt halt immer schon eine Menge aus. Also den haben sie richtig versaut. Ähnlich wie halt dieses Golden Axe Beast Rider. Da hat man halt mal versucht, mit so einer alten Marke nochmal ordentlich Geld zu machen. Ja. Wer Hat nicht kennt's nicht? geklappt. Eben deswegen. Finde ich immer ein bisschen schade, wenn so eine klassischen Serien so ein unrühmliches Ende finden. Aber damit müssen wir dann halt leben. Ja, kann man leider nichts dran ändern. Street Fighter für Arme würde ich definitiv nicht sagen, weil Street Fighter halt ein wirklich One-on-One-Beat'em-up gewesen ist und das ist halt ein Side-Scrolling-Beat'em-up hier. Also, sie sind ähnlich und tatsächlich sollte ja das Final Fight,
also einer der großen Vertreter dieses Genres, sollte ja ursprünglich auch das Street Fighter 2 werden. Zum Glück ist es eine eigenständige Serie geworden, weil das richtige Street Fighter 2 ist ja dann ein absoluter Klassiker gewesen. So, hier haben wir den Gegner Jet. Den versuchen wir im Stunlock zu halten, sprich, dass wir ihn halt möglichst lange am Boden behalten, ohne dass der da noch durch die Gegend fliegen kann. Weil man sieht schon, das kostet einfach Zeit, wenn er da rumfliegt. Moment. Neckester, ist das Spiel, wo 5 Kilometer unter einem Baseballstadion ein geheimer Wrestling-Ring ist? Oh Gott, jetzt muss ich gerade überlegen, war das der Teil oder war das Teil 3? Ich glaube, das war tatsächlich sogar der Teil hier. Okay. Übrigens, der Gegner ist einfach Z. Also wirklich nur der Buchstabe Z. Oh ja. Ja, kann man mal erwähnen. Achso, apropos erwähnen, das wollte ich schon die ganze Zeit erwähnen. Irgendwie bin ich immer davon abgekommen. Es gibt hier in dem Spiel halt auch Sub-Weapons wieder. Oder, naja, was heißt hier wieder? Aber wir hatten es halt bei Double Dragon schon. Und zwar gibt es zum Beispiel das Messer. Das ist halt ziemlicher Mist, aber man kann es halt werfen, um einen einzelnen Gegner mal, also zumindest einen schwächeren Gegner, sofort auszuschalten. Also hier, das finde ich übrigens auch ganz witzig, diese Arcade-Automaten, auf denen steht da Bare Knuckle. Ja. Das ist eine direkte Referenz, weil Streets of Rage in Japan ursprünglich Bare Knuckle hieß. Ah, ja. Also bis zum dritten Teil, ich weiß gar nicht mehr, ob das dieses PS2 Streets of Rage dann nachher auch noch irgendwo diesen Namen hatte. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber die ersten drei Teile, also die tatsächliche Reihe, hieß da halt komplett Bare Knuckle. Bei den Sub-Weapons bin ich gewesen. Genau, das Messer kann man halt werfen, da macht es halt ganz guten Schaden, aber ist ansonsten ziemlich nutzlos, weil auch die Reichweite sehr gering ist. Wobei Blaze mit dem Messer halt noch ein bisschen besser umgehen kann. Mhm. Also einer der vier Charaktere. Rico, weil die anderen einfach viel zu lange brauchen, um die Gegner platt zu machen. Genau. Also Axel mit... Der Weltrekord mit Axel ist nicht so weit über dem von Max. Also wird halt in verschiedenen Kategorien gehandhabt. Also jeder Charakter hat eine eigene Kategorie. Der von Axel liegt halt ungefähr 3 Minuten über dem von Max. Die anderen beiden, die sind dann aber nochmal deutlich langsamer. Also von der Weltrekordzeit. Von der Bewegung her sind die tatsächlich schneller, aber die machen halt weniger Schaden. Dadurch dauern die Kämpfe einfach länger. Okay. Und Max ist da natürlich der perfekte Kandidat für. Ja, logisch. Nee, zu den Sub-Weapons, es gibt auch noch so einen Wurf, das Messer hatten wir, Kunai heißen die, glaube ich, ne? Diese japanischen Wurfmesser. Das sind die Wurfmesser, genau. Genau. Sowas gibt es halt auch nochmal, ähnelt dem normalen Messer. Macht allerdings, in einem Guide stand, dass es ein bisschen mehr Schaden macht, im anderen Guide stand, dass es ein bisschen weniger Schaden macht. Gegen schwache Gegner macht es keinen Unterschied, die sind so oder so tot. Aber im Endeffekt ist es dasselbe wie das normale Messer. Dann gibt es das Schwert. Das ist tatsächlich schon ein gutes Hub-Weapon. Es gibt die... Achso, da ist übrigens One-Up. Das Item hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen. Ja gut, er hat 7 Leben, wenn ich es jetzt richtig sehe, oder? Ja, hat er. Also das an sich braucht er es nicht unbedingt. Obwohl es könnte tatsächlich... Schwert. Genau, da haben wir das Schwert. Hat halt eine gute Reichweite, macht guten Schaden. Und eine Besonderheit, man sieht's, Moment, man hat's eben einmal kurz gesehen, aber das, da ich dann, habe ich zu spät drauf reagiert. Max, ich wollte gerade Mike sagen, wegen Mike Hagger. Max hat mit dem Schwert und auch mit dem Rohr, das kann ich auch schon mal an der Stelle erwähnen, hat er die Besonderheit, dass er auch Gegner treffen kann, die hinter ihm sind. Ah ja. Also durch den Backswing oder? Er holt halt, beim Schwert hat man es gerade ganz gut gesehen, er holt halt so komisch aus, dass erst ein Gegner hinter ihm getroffen werden würde, wenn da einer steht, und erst dann schlägt er nach vorne. Also quasi der Backswing ist es ja in dem Fall dann nicht. Nee, es ist halt ein ganz normaler Schlag nach vorne, aber die Reichweite ist halt, oder die Bewegung ist halt so komisch, dass das halt auch nach hinten am Anfang geht. Hitbox OP. Genau. Und wie gesagt, bei dem Rohr ist es halt dasselbe. Das Rohr ist tatsächlich auch die stärkste Waffe. Die macht richtig guten, das macht richtig guten Schaden. Man hat's halt viel zu selten. Leider. Und hier muss er auch bei der, Lisa hieß sie übrigens.
der Gegner da, der weibliche. Da muss man halt auch wieder ein bisschen Warum der Boss aufpassen. jetzt eben nochmal. Ach, die Sterne sind verschiedene Lebensbalken. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, also dieser Lebensbalken da oben ist bei Bossen oftmals halt ja erst so blau eingefärbt. Und da muss man ihm. Ach so, das Level ist sehr skurril hier übrigens. Ist ein, ja, keine Ahnung, Aliensumpf oder Ich was wollte immer gerade das sagen, ist das sein soll. so. Wann ist rausgekommen? Ja, so. 92, da gab es den ersten Alien schon, ja. Ja, da gab es sogar den dritten schon. Oder da kam der dritte, glaube ich, gerade raus. Hier sieht man es gerade gut mit dem Schwert. Oh ja. Also, ja. Da hat man es gerade wunderbar gesehen. Er trifft halt Gegner in beide Richtungen. Das ist cool. Rico Ähnlich. fragt, kennst du das SNES-Spiel Rock'n'Roll Racing? Ja, natürlich kenne ich das noch. Mir sagt das gar Das nichts. ist wie hießen sie damals? Blue Byte? Right, ja, Also, kann, gab's, also gab's auf jeden Fall. ja, das spätere Blizzard Entertainment. Also die Diablo-Entwickler. Von denen Ja. ist Rock'n'Roll Racing. Und Lost Vikings. Das sind so die beiden großen Spiele aus der Anfangszeit von Blizzard Oh gewesen. ja, Lost Vikings, ja. Beziehungsweise die drei Lost Vikings, da gab es ja auch noch einen zweiten Teil von. Ja. Aber war ein schönes Spiel mit einem geilen Soundtrack. Also zumindest auf dem SNES. So Mega Drive war der Soundtrack ziemlicher Mist. Ja, ist tatsächlich so, weil die meisten mit dem Mega Drive Soundchip nicht programmieren konnten, ordentlich. So, und das hier ist jetzt der Endboss von dem Level. Keine Ahnung, was genau es sein soll, aber irgendeine Alien-Kreatur auf jeden Fall. Chun-Li sollte ursprünglich als weiblicher Charakter der Schwächste mit halber HP sein, was kurz vor Fertigstellung noch geändert wurde wegen der Balance. Ja, das ist vollkommen korrekt, Fister. Hat zwar nicht direkt jetzt was mit dem Spiel zu tun, aber Fun Facts finde ich immer toll. Ich Ja, würde, ja. also, nee, diese Ninjas hier sind halt auch wieder relativ nervige Gegner. Man sieht es halt, die können ziemlich weit springen. Und ja, was wolltest du jetzt sagen? Der Incredible Garlic fragt, werden eigentlich viele LJN-Spiele gerunnt? LJN. LJN, okay. Ja, LJN ist so ein berühmt-berüchtigter Publisher aus der damaligen Zeit, der eigentlich gar nicht so schlimm war, wie er immer dargestellt wird. Aber durch solche Leute wie Angry Video Game Nerd ist das halt so ein, ja, wie war das? Running, Laughing. Na, nee, ich weiß jetzt nicht mehr. Laughing, Joking, Numbnuts oder so. War immer so Okay. die inoffizielle Bezeichnung beim Nerd zumindest. Die haben tatsächlich viele schlechte Spiele gemacht. Vor allem so diese typischen Lizenzgurken aus der damaligen Zeit. Die kamen meistens von LJN. Aber die Maybe haben auch ein from paar gute Falcon. Spiele gehabt. Hugo schreibt, Silicon und Synapse war das Studio Ja, von Rock'n'Roll genau. Racing. Oh Gott, Blue Byte ist doch Looking Glass gewesen. Verdammt. Wow, das ist jetzt für mich tatsächlich peinlich. Das ist echt peinlich. Ja, Silicon und Synapse. Danke dafür. Wer war das nochmal? Ach, Hugo, genau. Oh mein Gott, Leni. Ja. Ich bin halt so sehr in dem Kommentar hier drin, ganz einfach. Und Exo macht mich so Leni. wuschig. So, wir sind jetzt hier übrigens im Park, nächstes Level. Vom Spielprinzip ändert sich jetzt tatsächlich nicht mehr allzu viel. Es gibt so ein paar Sachen, da kann ich tatsächlich noch was Interessantes vielleicht mal erzählen. Jetzt mal klippen diesen Fauxpas. Oh Gott, nein. Leni ist bestimmt müde. Nee, tatsächlich nicht. Ich bin sehr, sehr munter. Oh, nein. So, jetzt haben wir endlich auch mal das Stahlrohr. Und da sieht man es halt auch wieder. Na gut, er hat das Stahlrohr gerade weggeworfen. Es tut mir in der Seele weh, sowas zu sehen. Aber ist für einen Speedrun tatsächlich sinnvoll an der Stelle. Genau, Tilo Silicon schreibt. Synapse Ja. ist der Vorgängername von Blizzard. Ja, Looking Glass hat null mit Blue Byte zu tun. Moment. Moment. Nee, tatsächlich gucke ich da jetzt mal kurz nach, aber ich lasse den Run jetzt nicht außer Acht, keine Sorge. Wir sind jetzt hier am Hafen und ja, kämpfen uns da halt auch wieder durch das Übliche. Blue Sky Auch Productions die. sees Looking Glass vorher. Blue Sky oder Blue Byte? Moment, nebenbei gucke ich halt einfach mal.
Internet, Looking Glass Studios, da sind Grüß sie dich, doch. Siegpunkt. Oh, hallo. Da, 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 da. Ach, Blue Sky, ja, deswegen habe ich es jetzt verwechselt. Blue Sky Productions, ja, nicht Blue Byte, Blue Sky. Entschuldigung, es tut mir leid. Vielleicht kann man mal verwechseln. Ja. Ich meine, Looking Glass klingt eh viel cooler und ich nenne sie nur so. Ganz einfach. Genau, Blue Byte haben Siedler gemacht. Stimmt. Okay. Naja, egal. Egal, das wird ein bisschen zu off-topic jetzt. Hier haben wir jetzt wieder weibliche Gegner und ja, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, da müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein. Also im Idealfall hält man die wirklich in Kombos drin. Und sobald die dann aufstehen, geht gleich die nächste Kombo los. Also es ist üblicherweise so, dass wenn man eine Kombo nicht aufrecht erhält bei denen, dass sie sich dann halt nach dem ersten oder zweiten Schlag ducken. Okay. Deswegen ist es halt so wichtig, halt diese Kombos da aufrecht zu erhalten. Ansonsten kann man da ganz eine ganze Menge Zeit verlieren. Also es dauert immer so, also man muss sich erstmal von denen dann wegbewegen und dann dauert es immer so 2 bis 3 Sekunden ungefähr, bis sie dann tatsächlich wieder aufstehen und man die wieder attackiert. Blue Byte sitzt, glaube ich, sogar in Mainz. Wir waren ja, ja bei stimmt. Düsseldorf. Genau, und Siegpunkt, ja, hatten wir ja gestern Abend noch, oder heute Nacht noch viel mehr drüber gesprochen. Ach so, okay. Aber trotzdem kriege ich nur Bock drauf, wo ich Bytes gelesen habe. Ach so, okay. Genau, Piranha Bytes war Gothic, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Piranha Bytes. Und das hier ist dieser Wrestling-Ring, der von mal angesprochen wurde. Wie gesagt, ich war mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher, ob das hier gewesen ist oder im dritten Teil. Es war hier. Und hier haben wir das erste, ja, zu der Zeit eigentlich schon obligatorische Fahrstuhl-Level. Sowas haben wir zwar jetzt in den anderen drei Spielen, also in den anderen drei Side-Scrolling-Beat'em-Ups noch nicht gesehen, also Double Dragon 1 und 2 und dann Golden Eggs. Aber irgendwie hatte zu diesem Zeitpunkt jedes Side-Scrolling-Beat'em-Up, das was auf sich gehalten hat, so ein Fahrstuhl-Level auch drin gehabt. Siehe Turtles in Time zum Beispiel oder Hyperstone heißt, da war sowas ja auch. Final Fight hatte sowas immer wieder dabei. Gott, Final Fight, oi, oi, oi. Ja, ja. Streets of Rage hatte sowas dabei. Ja, das ist ganz komisch gewesen. Und hier ist es halt tatsächlich nicht mal das letzte Fahrstuhl-Level. Wir haben nämlich vor dem allerletzten Level fahren wir nämlich auch mal im Fahrstuhl. Da geht's dann aber bergauf. Nicht bergauf, naja. Du weißt, was ich meine. Nach oben, ja, genau. Bergauf stimmt auch, so ganz einfach. Schwertfisch, nein, da die heute erst waren, nein. Achso, irgendwelche Highlights bestimmt, ne? Genau. Achso. Die Double Dragons verpasst. Oh. Naja, wie gesagt, die werden auf YouTube dann eh hochgeladen. Es sei denn, mein Commentary war zu schlecht. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, das war schon okay. War grenzwertig, aber ja. Okay, gut. Gerade hat er Fauxpas eben. Achso, geht um Alex, okay. Ne, gut. Da könnt ihr euch gerne drüber unterhalten, aber da gehe ich dann jetzt mal nicht drauf ein, weil das gehört dann nicht hierher. Fahrstuhlkampf beendet. Und jetzt geht's in die Wrestling-Arena unter dem Stadion. Und wie ist er nochmal? Abadede. Ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber ich habe immer noch die Vermutung, dass das so eine Anspielung an den Abobo ist aus Double Dragon. Abobo, Abadede, die sehen sich halt auch so von der Statur her ziemlich ähnlich. Wobei Abobo immer irgendwie ein bisschen rundlicher wirkten. Aber das lag vielleicht auch einfach nur an der Grafik. Ja. Das ist der Raw Warrior von... Achso, Ultimate Warrior meinst du, Schwertfisch. Ja, ich gehe mal auch davon aus, dass das eine ziemliche Anspielung darauf ist. Wobei irgendwie alle Wrestler so Ende der 80er, Anfang der 90er so ein bisschen gimmickhaft aussahen. Da gab es auch genug Leute, die halt ähnlich wie der hier aussahen. So, das war's mit dem. Fertig gemacht. Ja, fertig gemacht. Ach so, übrigens, falls es noch nicht aufgefallen ist, wir haben tatsächlich auch ein Zeitlimit für die einzelnen Abschnitte. Ich meine, wenn man das eben, wenn das im Speedrun zum Problem wird, dann macht man definitiv was falsch. Aber man kann es ja mal erwähnt haben.
Ansonsten gucke ich gerade, so overlay-technisch brauche ich eigentlich nichts mehr erklären, obwohl oben rechts sieht man das Press to up start. Jetzt könnte tatsächlich jederzeit ein zweiter Spieler damit einsteigen. Okay. Ne, so nebenbei mal. Ja, kennt man ja von, was war das? Habe ich da früher gezockt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Hört auf jeden Fall auch zwei Player jederzeit mit rein. Ah, okay. Aber das ist gerade bei diesem Genre eigentlich ziemlich üblich gewesen. Also bei Turtles in Time war es halt auch so, genau wie Ja. Hyperstone heißt. Bei Final Fight war es auch so, da weiß ich's. Streets of Rage halt. Any der Looking Glass Profi. Ja. Lass mich in Ruhe. Nein, Quatsch. Oh nee, ich hasse dich, Devo. Ich hasse. Obwohl, nein, ich kann dich gar nicht hassen. Du machst es mir so schwer. Oh, okay, da hat er sich jetzt ein ganz kleines bisschen gerade verkalkuliert bei dem Haku irgendwas. Und zwar wollte er ihn eigentlich, wollte er die Energie so weit runterhauen, dass er halt mit dem letzten Slide, ja, oder mit einem Slide ihm die letzte Energie raubt. Leider hat er halt noch ein ganz kleines bisschen Energie übrig gehabt. Da musste er dann halt nochmal kurz warten, bis der Gegner aufsteht und dann halt nochmal reinsliden da. Heute Hallo. Auch ordentlich Kaffee. Ordentlichen Kaffee. Oh. Ich bin ja nicht so der Kaffeetrinker, aber es sei dir gegönnt. War doch gefragt, wenn die Gegner aus dem Bild fliegen, sind die tot oder kommen Nein, sie? die sind nicht Okay. tot. Das versucht man sogar zu vermeiden. Aber stimmt, das hätte ich mal erwähnen können. Danke für den Hinweis. Nee, das versucht man tatsächlich zu vermeiden, weil die Gegner dann, die müssen nicht ins Bild reinkommen. Also wenn die außerhalb des Bildes sind, kann man sie trotzdem treffen, wenn die halt Reichweite trotzdem sind. Aber es ist halt dann unter Umständen ein bisschen schwer abzuschätzen, wo genau die da jetzt stehen und wann die aufstehen. Evo Käffchen, so. Genau. Kaffee. So, nächster Gegner ist Wayne. Und du hattest ja vorhin wegen der Energieleiste mal gefragt, ne? Ja, die sind ja Da mit hat man's. Sternchen die Menge angezeigt von Energieleisten. Genau. Bei dem Gegner hat man es eben gerade ganz gut gesehen. Also generell bei den Endbossen oder Zwischenbossen sieht man es immer ganz gut. Was? Ich schaffe das schon ganz allein? Okay. Another boss is gonna come back here, so it's gonna bring some, I think one friend here. Ja, wir sind auf dem Schiff. Haben sogar mal wieder ein Schwert. Und ja, mit dem Schwert nutzen wir halt die übliche Taktik. Auch mal wieder ein fliegender Gegner. Die sind, ich hatte es ja schon mal erwähnt, die sind halt sehr nervig. Ne. Beziehungsweise die können sehr nervig sein und sehr viel Zeit kosten, wenn man sie halt nicht richtig angeht. Aber er hat das ganz gut gemacht. Und tatsächlich lohnt sich bei denen das Schwert jetzt nicht unbedingt. Deswegen hat er das Auto weg. Danke. Deswegen hat er das Schwert auch auf den Boden geworfen. Das Problem ist nämlich, Gegner in der Luft, die kann man nicht ordentlich in Combo reinpacken. Und wenn er, oder allgemein auch mit dem Schwert, wenn er einen Gegner mit dem Schwert trifft, dann fliegt er sofort immer weg. Das ist bei schwächeren Gegnern. Ist es gar nicht schlimm, weil die sowieso von einem Schwertschlag tot sind. Aber wenn ein Gegner einen Schwertschlag überleben würde, dann kann es teilweise tatsächlich schneller sein, wenn man das Schwert einfach beiseite legt und die normal angreift und in Kombos hält. Weil man damit unterm Strich mehr Schaden machen kann. Ich hab. Wow. Moment, ich hab. Warte mal, ich hab das auf dem Mega Drive geliebt. Die Mucke von Yuzo Koshiro war Hammer. Oh ja. Die Beats von Move Ernie Mountain oder wie das Song hieß. Okay, das weiß ich jetzt nicht, wie der hieß, aber kann gut sein. Nee, und das ist ja auch, ich hatte ja vorhin das kurz mal angesprochen, wo hatte ich denn das gesagt? Bei welchem Thema? Aber dass der Soundtrack da ziemlicher Mist war in der Mega Drive-Variante. Tatsächlich ist es so gewesen, dass man mit Mega Drive richtig guten Soundtrack machen konnte. Das Problem ist halt nur gewesen, dass die Art und Weise, wie man damit programmieren musste, die ist halt ein bisschen ungewöhnlich gewesen und viele sind damit nicht so ganz klar gekommen. Die konnten die Stärken des Soundchips halt einfach nicht nutzen. Der Soundchip auf Mega Drive ist halt eher so für rockige Themen ausgelegt gewesen und nicht so für melodisches.
Und wenn man aber damit umgehen konnte, so wie halt, wie hieß er nochmal? Yatsu Koshiro? Ich hätte den Namen jetzt nicht aus dem Kopf gewusst, gebe ich offen zu, aber. Ich war nur mal hoch, Moment. Nee, ich hab's gesehen. Also. Yutsu Koshiro, so. Aber jemand wie Yutsu Koshiro, der wusste halt, wie er damit umzugehen hatte und dementsprechend konnte der auf dem Megadolp auch richtig geilen Soundtrack erstellen. Ist ja bei Sonic ähnlich. Sonic hat ja auch einen wirklich guten Soundtrack. Rebel Byte schreibt, ich fand es damals schade, dass man Shiva nicht freischalten konnte und spielen konnte. Das stimmt. Shiva werden wir nachher noch kennenlernen. Das ist quasi der letzte Boss vorm finalen Boss. Okay. Der Kampf ist im Speedrun aber sehr, sehr langweilig, das kann ich schon mal sagen. Obwohl, nee, so langweilig ist er gar nicht. Wenn er ordentlich klappt, dann ist er langweilig, sagen wir es mal so. Übrigens, diese feuerspuckenden Gegner, man sieht es hier, wenn man das mit dem Schwert richtig timet, dann, dann wird man vom Feuer halt nicht getroffen, obwohl das durch einen durchgeht. Okay, und da hat er gerade mal demonstriert, wie es aussieht, wenn man es nicht richtig timet. So, ach ja, übrigens auch noch eine Mechanik, jetzt hat man es kurz mal gesehen, wenn man stirbt, fliegt man von oben aus dem Bild wieder in den Kampf quasi rein und alle Gegner, die dann auf dem Bildschirm sind, beziehungsweise in der Nähe sind zumindest, die werden dann halt weggeschleudert. Okay. Das macht tatsächlich ein kleines bisschen Schaden, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, aber es sorgt halt auf alle Fälle dafür, dass man nicht sofort wieder in die Mangel genommen wird von den Gegnern. Die haben die Entwickler ja nach sich gehabt. Das war eben eine sehr schöne Kombination. Er hat halt den zweiten Feuerspucker erwischt und hat den Schwung quasi, den er aus dieser Combo hatte, hat er auf den Boxerloch übertragen und hat da mit der Combo weitergemacht und dann zum Schluss, also gegen Ende der Combo halt einfach einen Wurf bzw. halt einen Piledriver gemacht und den Boxer damit halt noch erledigt. Also wenn man das richtig timet, beziehungsweise wenn man das die Schläge und so richtig durchführt, kann man da richtig schöne Kombos machen. Und im Speedrun ist das natürlich auch das A und O quasi. Man muss halt ganz genau wissen, wann welche Attacke zum Beispiel innerhalb einer Kombo-Reihe kommt, wann man dann halt mal, irgendwie mit den Richtungstasten ein bisschen arbeiten muss, damit halt andere Schläge oder Tritte kommen. Das ist halt so das Wichtige dabei. Danke, Bardor. Oh, Dankeschön. Und ja, Weltrekord, wie gesagt, 51,39. Mal zum Vergleich, Excel ist halt 54, jetzt habe ich schon wieder vergessen, 54, 57, glaube ich, war es. So knapp 55 Minuten auf jeden Fall. Ach nein. Wow. 54, 52, sowas. Und Blaze und Skate, die beiden Charaktere, einmal, also Blaze 1 Stunde 3,51 und Skate 1 Stunde 3,54. Ja. Grüß dich, Eisfeier. Hallo. Ja, und da sieht man halt schon, wie der Unterschied ist. Jetzt wird aber ganz schön in die Mangel genommen. Ja. Das ist halt das Problem. Wenn Gegner von beiden Seiten kommen, dann kann es halt schnell mal passieren, dass man da so schnell nicht mehr rauskommt. Also man versucht immer, die Gegner auf alle Fälle auf einer Seite zu halten. Es sei denn, man hat halt das Schwert oder das Rohr. Mhm. Ne, je nach Situation. Aber grundsätzlich versucht man, die Gegner auf einer Seite zu halten. Nicht nur, weil man dann halt nur von einer Seite angegriffen werden kann. Okay, das war ein schönes Kombo eben. Sondern weil man dann auch zum Beispiel mit dem Slide oder mit dem Shoulder-Tackle, weil man dann halt auch alle Gegner auf einmal erwischen kann. Was natürlich dann auch schneller geht. Rebel Byte fragt, gibt es eigentlich Speedruns von der inoffiziellen Weiterentwicklung von Street of Rage 2 auf dem PC? Ich weiß es nicht genau. Es kann sein, dass es halt irgendwie so ein paar Leute gibt, die sich da tatsächlich Speedrun-technisch messen. Aber offizielle Speedruns in dem Sinne gibt es nicht. Meines Wissens nach zumindest nicht. Nice Suplex, genau. Hier ist auch wieder ganz interessant, das hatten wir zwar vorher auch schon mal, aber die Level gehen halt nicht immer nur wirklich stur von links nach rechts, sondern hier halt auch mal ein bisschen schräg. Wir haben es ja vorhin bei diesen Automaten, als ich da über Bernhard geredet habe, hat man es schon gesehen. Oder halt auch die Fahrstuhlfahrt, die von dann technisch gesehen nach unten ging, aber eigentlich standen wir ja die ganze Zeit nur im Bild rum. Wir haben uns da ja nicht selber nach unten bewegt. Oder halt der andere Fahrstuhl nachher, der nach oben geht, der bergauf geht.
da gabst du ja ein paar Punkte. Übrigens, die Items, die da in den Hindernissen und Fässern und was auch immer drin sind, das ist nicht irgendwie zufallsbedingt, das ist kein RNG, sondern die sind halt immer fest. Also er weiß auch ganz genau, wo welches Item drin ist. Okay. Er wird auch, ich werde jetzt mal kurz gucken, wie weit er jetzt so vom Fortschritt her ist. Er wird auf alle Fälle. Holy shit. Ja, ja. Also schon ein bisschen heftiger jetzt, aber gut. Aufstuhl. Aufstuhl, oh Gott, nein. Das war Sif, glaube ich, ne? Der das mal versehentlich zugesagt hat. Doch schon, ich weiß es nicht mehr. Also wir sind jetzt in Stage 6, dem Dschungel. Jetzt kommt im Grunde noch die Fabrik und dann sind wir danach schon im letzten Level. Ich will den Namen jetzt noch nicht nennen, obwohl, naja gut, das ist so viel Spoiler, es ist nicht und so viel beeindruckend ist der Name vom finalen Boss auch nicht. Aber naja, genau, da sind sie wieder, die dicken Feuerspucker. Und hier sehen wir auch nochmal die Motorradfahrer. Die hatten wir ja vorhin auf der Brücke schon mal gehabt. Ja. Wie gesagt, die können halt, wenn sie einen erwischen, ziemlich nervig sein, zumal die einen noch umwerfen. Und ja, umwerfen kostet natürlich auch wieder Zeit. Aber so. Wenn man es richtig macht, wenn man das Timing halt richtig drauf hat, dann sind die ganz schnell besiegt, weil sie halt so gut wie gar keine Energie haben. Dieser Schwung da hinten, das halt mitklatscht, ne? Ja, ja. Wofür fragt, wie viele Level und Stages gibt es in dem Spiel? Wie gesagt, wir sind jetzt in Welt 6 und es gibt noch zwei weitere. Also sind wir bei 8. Also, genau, also sind wir bei 8 Levels. Oh ja, also wir nähern uns langsam dem Ende. Das stimmt schon. Weil die Fahrstuhlfahrt, die dauert halt nochmal ein bisschen. Weil wir da gegen eine ganze Menge Gegner kämpfen müssen und da sind halt auch ein paar härtere Brocken dabei. Er muss jetzt, so blöd das auch gerade klingt, weil er jetzt gerade neu Leben hat und fast voll Energie, aber er muss tatsächlich sich die Leben im Moment so ein bisschen einteilen. Also mehr als 9 kann er übrigens auch gar nicht haben. Okay. Er muss sich die Leben ein bisschen einteilen, weil er zum Ende hin, einfach weil es unterm Strich schneller geht, als vorsichtig zu kämpfen, da wird er halt den einen oder anderen Tod auch in Kauf nehmen. Und in seinem Weltrekord-Run zum Beispiel sah es lebenstechnisch richtig gut aus, die ganze Zeit. Und er hat das mit dem letzten Leben tatsächlich nachher beendet. Ein Vega, ja, so ungefähr. Vega, na, ich für mich sind das immer eher Blankas. Ja, das ist eine Mischung, eine Kreuzung. Hm. Aber ich, wie gesagt, ich musste bei denen immer an Blanka denken. Ich weiß auch nicht, warum die Sava heißen. Also ja, quasi Südstaatler oder Südländer oder keine Ahnung, aber irgendwie sowas in diese Richtung. Ich weiß nicht, ob da irgendwie mal ein Easter Egg drin ist oder so. Keine Ahnung. Oh, wer weiß. So, und wir sind jetzt in der Fabrik, dem vorletzten Level. Alusinon, einfach Ausrufezeichen Schedule. Genau, oder Programm oder Sendeplan oder Next, das geht auch noch. Führt alles zum selben Link. Hauptsache immer das Ausrufezeichen davor. Danke dir, Devu. Was, Dark Magnetic Storm? Die Animationen haben sie brutal direkt aus Street Fighter rausgecuttet. Wer hat das geschrieben? Dark Magnetic Storm. Ach so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, aber die haben sich wahrscheinlich ein bisschen davon inspirieren lassen. Mhm. Wobei ich... Nee, Moment. Streets of Rage 2 kam 92 raus, da kam auch das SNES raus. Und Streets of Rage 2 hat er im Grunde auf Teil 1 aufgebaut und Teil 1 kam definitiv vor Street Fighter 2 raus. Und Street Fighter 1, das hatte ja nun noch ganz andere Animationen. Mhm. Weiß nicht, hast du das selber mal gespielt? Oh, Street Fighter 1, beziehungsweise auf dem C64 war es ja dann auch als Fighting Street bekannt. Nee? Oh, ich hab's gespielt. Ich kann sagen, ich hab den ersten Street Fighter Teil gespielt. Dark Magnetic Song fragt, sollte Street Fighter eventuell hier abgekupfert haben? Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Also vielleicht haben sich so das eine oder andere so ein bisschen abgeschaut, aber nein, nicht abgeschaut. Man hat sich, wenn überhaupt, dann inspirieren lassen. Aber ich denke mal, die haben schon relativ unabhängig voneinander das entwickelt. Ja.
Infinite, which isn't necessarily the fastest way to kill enemies, but it's a very safe way to kill enemies. Streets of Rage ist ja dann doch das Rip-Off zu Final Fight. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Ich überlege gerade, das erste Final Fight, das kam, ich glaube 1990 oder 89 sogar raus. Also da könnte es tatsächlich noch hinhauen. Das will ich jetzt gar nicht mal ausschließen. Aber wie gesagt, damals hat sowieso jeder sich von jedem so ein kleines bisschen inspirieren lassen. Da ist man tatsächlich noch relativ locker mit sowas umgegangen. Katsuyoga schreibt den ersten Street Fighter oder meinst du Street Fighter 2? Nee, ich meine wirklich das erste. Also Street Fighter 2, das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Also nicht so besonders, wenn man das gespielt hat. Ich meine tatsächlich das allererste Street Fighter. Da, wo Sagat dann auch noch der finale Boss war. Und wo man im Einspielermodus nur Ryu spielen konnte und im Zweispielermodus war der zweite Spieler immer Ken. Oh ja, damit ist seine Frage schon beantwortet, Schwertfisch. Ryu, Ken und halt Sagat. Weiß noch, wie mein Kollege mir damals die Diskette mit Golden Axe 2 mit Golden Axe bestochtet hatte. Wow. Au. Ja gut, bei der Aussprache hört man es ja eh kaum raus. Ja. So, kurz mal auf den Run eingehen, ne? Auch wenn halt nicht allzu viel passiert im Vergleich zum Rest jetzt schon. Beziehungsweise nicht viel Neues passiert so. Aber hier ist eine ganz interessante Mechanik, diese Fließbänder. Wenn man draufsteht, wird man halt in eine bestimmte Richtung transportiert. Gilt für die Gegner, gilt auch für Objekte, die da drauf landen. Das heißt, hier kann es halt mal passieren, dass, wenn da irgendeine Waffe drauf landet, dass die dann plötzlich aus dem Bild verschwunden ist und man nicht mehr ankommt. Kann allgemein ein bisschen nervig sein, auf den Fließbändern zu kämpfen. Oh, ja, das kriegt man schon hin. Oh, jetzt hat er ein bisschen Probleme gegen Eldie, also gegen den weiblichen Charakter. Hier, da hat man, oder hätte man es beinahe gesehen, sag ich mal. Hier besteht tatsächlich auch eine etwas höhere Chance, dass einer von den weiblichen Kämpfern sich da mal hinhockt auf den Fließbändern. Einfach weil man halt den ersten Schlag trifft, aber die wird dann außer Reichweite transportiert, nicht teleportiert. Und da kann man halt auch ein bisschen Zeit verlieren. Aber bisher ist das noch nicht einmal passiert hier in dem Run, ne? Nee. Und da hatte er übrigens eben, als er mal geworfen wurde, hat er die Eingabe nicht genau getimed und ist deswegen tatsächlich auch auf dem Boden gelandet. Was mich wundert, dass man so Parallel-Scroller überhaupt fast spielen kann, musste gestern an Blood Money denken, dass geil wäre. Also fast wie schnell. Achso, ich glaube, überhaupt fast spielen kann, also schnell spielen kann. Achso. Ach ja, ich hab mich verlesen, sorry. Ja, nee, das, ich hätte es im ersten Moment auch so gelesen wie du. Nur mit fast macht das tatsächlich noch Sinn. Also bei den Dingern, man kann halt nicht, weiß ich, wie schnell da durchrennen. Man muss halt immer die Gegner alle töten. Der Trick liegt halt darin, die Gegner möglichst schnell zu töten, also die entsprechenden Kombinationen und dergleichen gut durchzuführen und halt gleichzeitig auch den Attacken der Gegner auszuweichen. Also wie gesagt, wenn man jetzt einfach durchrennen könnte, dann würde man es im Speedrun natürlich machen. Aber hier hat man halt immer so diese Beschränkung. Achso, hier ist übrigens auch noch ein Fahrstuhl-Level, das meinte ich vorhin übrigens gar nicht. Das habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Hier hat man halt immer noch die Beschränkung, dass man halt einfach nicht weitergehen kann, wenn noch Gegner auf dem Bildschirm sind. Dark Magnetic Storm fragt, gibt es hier auch so fiese Sprünge zwischen den Leveln, die eigentlich nicht vorgesehen sind? Nein, gibt es nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte ja beim BLR oder BSG im November, da hatte ich ja ganz spontan oder sehr spontan halt Streets of Rage noch kommentiert. Da hatte ich ja eigentlich Kommentierverbot, aber da hätten wir dann ansonsten 3 Spiele in Folge gehabt ohne Hauptkommentator und das wäre halt ein bisschen doof gewesen. Zumal ich mich halt so weit auskannte. Und da hatte ich ja dann noch
ewig lange darüber erzählt, was da im Abspann passieren kann, wenn man zu zweit spielt und bla bla. Und dann kam plötzlich irgendein Glitch, den ich halt nicht kannte, und plötzlich war das Spiel, ich will nicht sagen mittendrin vorbei, es war schon ziemlich am Ende, aber es war halt von einem Moment auf den nächsten vorbei. Oh. Aber sowas gibt's hier jetzt nicht. Also mal gestorben. Mhm. Also das Leben hat er noch. Ja, ja. Aber jetzt beginnt halt schon diese Phase, wo er nach und nach Leben verliert. Ja, das ist an sich in gewisser Weise eingeplant. Einfach weil er könnte auch vorsichtig kämpfen, aber es dauert halt viel zu lange. Und im Speedrun geht es natürlich logischerweise darum, möglichst schnell das Ganze zu machen. Da muss er halt, also ich denke mal, er wird halt immer im Kopf haben, in dem Abschnitt sollte ich maximal so und so viele Leben, maximal so und so viele Leben verlieren, und hier sollte ich halt noch so viele Leben haben, bla bla. Wenn er dann mal merkt, dass es da eng wird, dann muss er halt eventuell mal auf alternative Taktiken umsteigen. Erst Holzfan hatte gefragt, ob es das auch für den SNES gibt, und hat Schwertfisch gerade gesagt, SNES hatte Final Fight. Blasphemie. Streets of Rage ist tatsächlich so ein typisches Sega-Spiel. Ich meine, gut, Abfall, was? Abfall, oder? Wie wird man als Kommentator für ein Spiel gebannt? Ja. Würde mich tatsächlich mal interessieren, aber ich glaube, da kommt jetzt keine Antwort, mit der ich wirklich was anfangen kann. Ist so mein Instinkt. Da kriegt man ein Gefühl für, das stimmt wohl. Ja. Dark Magnetic Storm, ja. Das wird auf Originalkonsolen gerannt, alles. Genau. Und Jagdtiger? Jagdtiger. Ja, warum spreche ich das Englisch aus? Egal. Wegen unserem Tiger wahrscheinlich. Ja, ja, wahrscheinlich. Es gab Final Fight tatsächlich auch auf Sega-Konsolen, weil Final Fight halt kein exklusiv, also kein Nintendo-exklusives Titel oder keine exklusive Reihe war. Aber Streets of Rage ist halt zumindest damals eine exklusive Reihe gewesen, als Sega halt selber noch im Konsolengeschäft war. Und Capcom ist halt damals ein Third-Party-Entwickler gewesen, also Dritt-Party-Entwickler. Die haben zwar verstärkt für Nintendo programmiert, aber nicht ausschließlich. Es ging bei der Frage um das Kommentierverbot. Eventuell, okay. Also falls ich das jetzt irgendwie falsch verstanden habe, dann tut's mir leid. Das sollte jetzt auch kein Angriff in dem Sinne auf dich sein. Ich hab's nur so aufgefasst, dass da jetzt irgendein doofer Spruch kommt oder so, weil wir sowas halt ab und zu schon erlebt haben. So, wir sind jetzt im letzten Bereich des Spiels, dauert aber wie gesagt noch ein bisschen. Wir werden uns jetzt erst nach rechts begeben, da kommt dann ein Fahrstuhl, und den müssen wir dann noch hoch, und dann haben wir es geschafft. Also, naja, beziehungsweise dann kommt halt der letzte Abschnitt, beziehungsweise der letzte Bosskampf oder die letzten Bosskämpfe. Achso, das war auf irgendjemand speziellen bezogen. Okay, gut. Spoileritis, was? Hä? Spoileritis? Ja, weil ich ja eben schon mal gesagt habe, wo es jetzt lang geht. Ich meine, ihr seht es ja im Endeffekt auch, und ja. Ich hätte jetzt in dem Moment, wo man am Fahrstuhl ankommt, hätte ich sagen können, ja, jetzt sind wir am Fahrstuhl. Aber macht im Endeffekt keinen Unterschied. Und ich weiß, dass das nicht ganz ernst gemeint war mit dem Spoiler-Ding. Zur Teil der Känguru-Ruin. Streets of Rage, ja. Black Sheep, du hast es leider schon, also hast zumindest schon einen Großteil davon verpasst. Känguru-Ruin. Wow, Katsuhira. Das ist gar nicht mal so weit hergeholt. In Teil 3 kämpft man tatsächlich gegen ein Känguru und seinen Meister quasi. Und dieses Känguru kann man als Charakter freischalten, indem man, wie war das, den Meister besiegt, ohne dem Känguru Schaden zu machen, oder was andersrum? Ich glaube, man muss den Meister besiegen, also den Menschen besiegen, ohne dass das Känguru Schaden nimmt von einem. Okay. Und dann kann man halt das Känguru spielen. Das ist ein Känguru auf
Na gut, Kängurus laufen ja eh meist auf zwei Beinen rum, aber ein Känguru mit Boxhandschuhen, um genau zu sein. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie das hieß. Vielleicht weiß es einer im Chat. Könnt ihr gerne reinschreiben. Würde es einen speziellen Stream mal mit Amiga-Games geben? Oh, ich glaube, wir haben hier bei Germansch niemanden, der da jetzt wirklich so in der Materie drin ist, was Amiga-Games angeht. Ja, Silkworm, Wings of Fury. Ja, gut, okay. Cool. Aber, oh Gott, wie hieß nochmal der Runner? Ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Der hatte beim ZFM zum Beispiel Jazz Jack Rabbit gezeigt, Teil 1 und 2. Also Teil 2 ziemlich spontan. Oh, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Verdammt, es tut mir wirklich leid, wenn du mich jetzt hörst. Weil das sind tatsächlich so kleine Highlights gewesen für viele. Einschließlich mich übrigens. Ja, genau, Simon N. Oder Simon, ich weiß nicht, ich glaube Simon N. wird ausgesprochen. Also das N da hinten nochmal separat. Und da könnt ihr gerne auch mal raufschauen auf den Kanal. Ich weiß gar nicht, ob er oft streamt, wie oft er streamt. Aber der zeigt auf alle Fälle, also Jazz Jack Rabbit 1 und 2 und irgendein anderes hat er auch noch gezeigt. Irgendein Amiga-Spiel. Aber den kann ich euch da empfehlen. Und vielleicht, falls wir tatsächlich mal so ein Event machen, würde er auf Garantie mit dabei sein. Katsuhira, das hat ja an sich also Highscore-basierend. Ja, schon, aber also ich weiß, was du meinst. Aber auch das kann man bestimmt irgendwie dann kategorisieren. Ach so, ja, aber da könnte man ja zum Beispiel, weiß ich, dass man 100.000 Punkte erreichen muss. Moment, ich guck auf den Bildschirm, guck kurz danach im Chat, guck wieder auf den Bildschirm, da ist gar kein... Habe ich das so falsch jetzt im Kopf gehabt, dass hier der Fahrstuhlkampf gar nicht kam? Ja, da ist da eben noch ungefähr. Ja, okay, nee, dann habe ich zu sehr auf den Chat eben geachtet. Tut mir leid, aber auf alle Fälle sind wir jetzt schon, ist auf Maniac. Genau, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, genau. Und hier haben wir jetzt Shiva, den Boss. Ich sagte ja, wenn der Kampf richtig läuft, wobei er kämpft irgendwie ganz anders als gewohnt. Vielleicht will er ihn tatsächlich ein bisschen spannender machen. Oder nein, er hat mehr Leben als geplant noch übrig. Deswegen nimmt er jetzt die Strategie, die ihn selber ein bisschen mehr Energie kostet, die aber den Kampf schneller macht. Normalerweise hätte er sich bei Shiva, also bei dem, den wir jetzt eben gesehen haben da, einfach hingestellt und im richtigen Moment immer zugeschlagen, weil Shiva dann auf einen zugerutscht kommt. Und wenn man es richtig timet, dann holt man ihn da aus diesem Rutschen raus, macht ihm Schaden. Dauert halt ein bisschen. Und hier haben wir jetzt den finalen Boss, Mr. X, und seine ganzen Henchmen, seine ganzen Gehilfen da. Sobald wir Mr. X besiegt haben, war es das auch mit dem Run. Und das ist eine verdammt gute Zeit noch. Ja. So, jetzt muss ich noch mal genau gucken. Wow. 51. Ja, er ist ganz knapp drüber. Aber noch ist auch nicht Zeit. Jetzt ist Zeit. 51,46. Wow. Not bad. 7 Sekunden über seinem Weltrekord gerade mal. Das ist eine echt gute Zeit. Ja, sagt auch selber gerade, really close to world record. Also 7 bzw. 7,5 Sekunden. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Zehntelsekunden sein Weltrekord gewesen sind. Zumindest habe ich es jetzt nicht im Kopf. Und, oh Gott, wie hieß er nochmal? Den. Also der, den wir da eben gesehen haben, den haben wir auf alle Fälle gerettet. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen, tut mir leid. Also der, das ist auf alle Fälle einer der drei spielbaren Charaktere im ersten Teil gewesen. Axel, den haben wir eben da in dem Hemd, also in diesem weißen Hemd noch gesehen, das ist halt einer aus dem ersten Teil. Blaze war noch im ersten Teil dabei, die haben wir jetzt nicht gesehen, aber das ist das Mädel. Ja doch, da haben wir sie ganz kurz eben noch gesehen. Ganz kurz. Und oh, wie hieß er da noch?